erkennen Sie die erste sogenannte Aufwinkelung. Sehen Sie die zweite Aufwinkelung bei 8 Bar, das ist die Standardeinstellung, mit der wir üblicherweise arbeiten. Wir nehmen die dritte Aufrichtung. Und wir schauen jetzt in die vierte Aufrichtung, die sogenannte Wassermaske. So, des Weiteren verfügt das Fahrzeug über eine sogenannte Selbstlöscheinrichtung. Das heißt, wenn wir mal in Flammen stehen sollten, können wir uns selber mit dem Fahrzeug ablöschen. Das demonstrieren wir jetzt auch mit 8 Bar. Zum Vergleich schauen wir jetzt auf Volllast, 16 Bar. Wir fangen dann wieder an mit dem Vollstand. Wechseln in die erste Aufrichtung. Gehen jetzt wieder in die zweite Aufrichtung, die Standard. Und zum Schluss nochmal die Wasserwand zum vierten Aufwind. Ja, das waren die verschiedenen